In der Schweriner Volkshochschule trafen Angelika Gramko und Dr. Rico Badenschier erstmals zu einer Podiumsdiskussion nach der Wahl aufeinander. Zu Beginn stellte Moderator Jürgen Seidel die Frage nach der Ursache für die geringe Wahlbeteiligung. Bereits bei der Beantwortung dieser Frage sah man Angelika Gramko an, wie nahe ihr die verlorene Wahl geht. Vor der Stichwahl habe ich immer eine Frage bekommen, die kriege ich heute noch. Warum ist ein Ministerpräsident mit 30% Ministerpräsident und eine Oberbürgermeister mit 31 nicht? Es ist gar kein Wahlkampf für mich erwartet. Das Problem war einerseits, dass die Leute, dass es eine Stichwahl gibt, einfach noch nicht gewusst haben. Das gibt es. Wer jetzt jedoch eine hitzige und spannende Auseinandersetzung der beiden ehemaligen Kontrahenten erwartete, wurde enttäuscht. Selbst als Dr. Rico Badenschier vorwarf, er habe sich bei Angelika Gramkos Politik nicht genug mitgenommen gefühlt, reagierte diese gelassen. Ich habe selber mich als Bürger, bevor ich politisch aktiv war, hier nicht mitgenommen gefühlt. Herr Dr. Badenschier, mitgenommen gefühlt, setzt immer voraus, dass man sich mitnehmen lässt. Geben und nehmen. Gegenwind erntete Dr. Rico Badenschier lediglich aus den Reihen der anwesenden Bürger. Denn Sie als Person, wie Sie für mich heute wiederkommen, sind Sie ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie müssen lauter sprechen, Sie müssen direkter werden, Sie müssen auch mal böse werden. Das Frauen nicht Zusammenfassend machte diese Veranstaltung eher den Eindruck einer Versöhnung als einer politischen Auseinandersetzung. Dr. Rico Badenschier wird am 1. November sein Amt als Oberbürgermeister von Schwerin beziehen.